Im Osten Mecklenburgs, unweit des Urstromtals der Trebel, der Grenze zu Vorpommern, zwischen der Tallandschaft der Peene und der Recknitz, umfließt ein kleiner Fluss eine kleine Stadt. Folgt man der Bundesstraße 110 von der Mien in Richtung Rostock, durch kleine Orte entlang der flachwelligen Ackerlandschaft, kommt man in diese kleine Stadt Genoin. Beim Durchfahren ist mir aufgefallen, dass hier fast immer viele Leute auf der Straße und dem Marktplatz sind. Vom fluchtartigen Verlassen des ländlichen Raums keine Spur? Steckt die Wirtschaft nicht in der Krise? Dieser Frage nachgehend machten sich zwei Fotografen und zwei Filmemacher auf den Weg, Geschäftsleute in der Stadt Genoin und Umgebung kennenzulernen. Die Geschäftigkeit kann sich sehen lassen. Aus dem gesammelten Material erschien ein Fotokalender für das Jahr 2012. Eine Fotoausstellung wird am Donnerstag, dem 29. März um 18 Uhr eröffnet. Besonders ist, dass sie nicht an einem Ort zu sehen sein wird, sondern sich auf viele Ladenlokale verteilt. Zur Eröffnung haben sich einzelne Geschäftsleute in Genoin einige Überraschungen ausgedacht. Und der Film wird im Frühjahr im Kino der Kulturbörse zu sehen sein. Wenn schon was ist in Genoin, dann sollen sie auch herkommen und sollen das auch genießen. Sie sehen wieder ihre Menschen hier aus dem Ort, Freunde, Bekannte von früher. Man kann sich was vertellen und dann, ich denke mal, das ist schön.